Also die Kunst des Redens, die Kunst des Vortragens, das habe ich richtig gelernt. Also ich habe als Student angefangen, Theater zu spielen, ziemlich früh. Und das war sozusagen der Moment, wo ich mich entscheiden musste, bist du Physiker oder bleibst du auf der Bühne? Und dann habe ich gemerkt, es gibt einen Job, da kannst du beides machen. Und das war's dann. Also in der Tat ist ja die Kunst der Rede, auch namentlich über so ein Thema, ist ja schon was es gilt zu bemühen, weil nämlich das Thema, worüber ich heute Abend sprechen will und wovon Sie ja die ganze Zeit reden, womit Sie ja unmittelbar zu tun haben, bleibt einem nicht in den Klamotten hängen. Ich habe am 25. Dezember, also in der Nacht von Weihnachten auf den ersten Weihnachtsfeiertag, einen ganz fürchterlichen Traum gehabt. Ich stand nämlich vor der Küste, an der Atlantikküste in Frankreich, als Busfahrer. Ich hatte so einen Setra 60 Personenbus hinter mir und habe auf spanische Flüchtlinge gewartet. Und zwar alles Leute, die es nicht geschafft haben, über die Pyrenäen irgendwie wegzukommen von einem iberischen Halbinsel, die so heiß war, dass klar war, die Spanier und Spanierinnen, die Portugiesen und Portugiesen müssen da alle weg. Und ich stand da und irgendwann kamen diese kleinen Bootchen und mit meinem eher schlechten als rechten Spanisch habe ich versucht, denen klarzumachen, dass sie mit mir kommen sollen. Ich würde sie nach Deutschland bringen. Und wir fuhren dann in dem Traum eine ganze Weile durch ein völlig vertrocknetes Frankreich. Die Flüsse waren leer. Das heißt, die Franzosen hatten auch keinen Strom, weil sie ihre Kernkraftwerke nicht mehr betreiben konnten. Und auf einer Raststätte gab es offenbar noch ein Notstromaggregat und in einem großen Fernsehapparat liefen die Nachrichten, dass in 14 Tagen vermutlich das grönländische Eisschild komplett abrutschen wird in den Atlantik. Und dass wir in Deutschland befürchten müssen, so eine 45 bis 60 Meter hohe Tsunamiwelle würde da nicht kommen. Und dann habe ich in den Rest des Traumes nur noch versucht, meinen Bruder zu erreichen, der in Bremerhaven lebt. Wir sind dann nach Deutschland gekommen und interessanterweise in dem Traum war Deutschland total grün. Also wir sind aus einem total vertrockneten Frankreich gekommen und kaum hatten wir die Grenze überschritten, man kennt das ja heute auch noch, wenn die Champagne nach Deutschland zurückfährt, dann ist da alles erstmal total trocken und dann kommt man in Saarland oder in die Pfalz und ist alles total grün. Und was ich Ihnen damit sagen will, ist, das Thema ist rhetorisch gar nicht so leicht mehr zu fassen, weil je länger man sich damit beschäftigt, umso deutlicher spürt man, dass es hier gar nicht mehr um wissenschaftliche Informationen, um irgendwelche Inhalte geht, die wir transportieren müssen, sondern es geht darum, eine Gesellschaft von einer existenziellen Bedrohung zu überzeugen. Und die meisten Leute in Deutschland haben im Grunde genommen damit gar nichts zu tun. Man sieht es an den Wahlergebnissen, dass doch diejenigen, die sich weder mit dem Klimawandel noch mit der Energiewende zum Beispiel befreunden, in vielen Teilen in Deutschland ganz ungeheure Gewinne erzielen. So als könnten wir durch eine Wahlentscheidung dieser natürlichen Herausforderung eines sich verändernden Klimas einfach entgegenstehen. Nö, wir haben hier gewählt, bei uns taucht das nicht auf. Das ist ziemlich schlimm und ich finde, dass die Gesellschaft insgesamt mit diesem Thema, genau wie mit vielen anderen, die sich lange Zeit irgendwie eher in der Anonymität, eher im Hintergrund abgespielt haben, eigentlich ziemlich verantwortungslos umgeht. Also dazu gehört genauso die Folgen der Digitalisierung oder die Fragen der Sicherheit in digitalen Netzen wie viele andere Dinge. Wir glauben in Deutschland einfach, wir bezahlen irgendjemanden dafür und dann läuft das schon. Wir bezahlen einfach für alles und dann geht das schon irgendwie. Wir brauchen unser Verhalten nicht zu ändern, sondern wir haben die schlauen Jungs und Mädels in den Wissenschaften, in den Ingenieurwissenschaften, in technologischen Einrichtungen, die werden schon irgendwas erfinden und dann läuft das. Also wir verhalten uns als Gesellschaft eben genauso wie ein Patient, der zum Arzt geht und da verschreibt er was. Und wenn der Arzt dann sagt, es tut mir leid, du bist 30 Kilo zu schwer, du musst abnehmen. Nix, gib mir irgendwas, das ich abnehme. Ja, einfach weniger essen, wäre doch schon mal was. Nee, das geht nicht, ich habe mich daran gewöhnt, viel zu essen. Ja, dann wirst du wahrscheinlich weiter mit dem Problem rum dich umschlagen. Und da sind wir bei dem Thema angekommen. Sie haben jetzt die ganze Zeit das Bild da oben gesehen, das heißt, das letzte Handy ist mein Handicap. Und ich finde das Bild ganz großartig, weil es zeigt, es ist aus der Süddeutschen Zeitung, und es zeigt, wie wir uns als Gesellschaft im Grunde genommen verhalten. Natürlich sehen Sie diese beiden Leutchen, die da hingucken. Also es gibt schon Aufmerksamkeit. Das sind die hier, falls Sie sie nicht sehen. Das sind die hier. Die gucken da eben hin und sagen, Mensch, der Wald brennt.
Was, der Wald brennt? Ja, der Wald brennt. Aber die drei hier vorne, wenn man die darauf anspricht, sag mal, habt ihr nicht gesehen, dass der Wald brennt? Ach, leck mich doch am Arsch. Ich muss mich um meinen Golfball kümmern, ja? Und so verhalten wir uns. Schauen wir uns diese Republik an, schauen wir an, was in dieser Republik passiert. Es passiert viel. Es passiert viel Gutes, aber viel zu wenig. Es passiert, wenn man sich das überlegt, in welchen Zeiträumen wir inzwischen über ökologisches Fundamental-Know-how verfügen, dann ist es eigentlich erbärmlich, was wir in diesem Land wöchentlich so machen. Wir treiben irgendwelche Schweine durchs Dorf, meistens von irgendwelcher Belanglosigkeit, und währenddessen verschwinden die Insekten. Wenn man jetzt hier in den Tagen, jetzt wo das Wetter besser geworden ist, mal das Ohr aufmacht, dann können Sie hier und da sogar ein gewisses Vogelzwitschern hören. Noch könnt ihr das hören. Nächstes Jahr gibt es vielleicht gar keine mehr. So erbärmlich ist es, dass man ein Volksbegehren machen muss, um für die Artenvielfalt zu kämpfen. Wir sind so erbärmlich, dass unsere Kinder demonstrieren für ihre Zukunft. So erbärmlich ist dieses Land. Und ich habe am Montag einen Vortrag gehalten, ganz ähnlich wie den hier, vor der Spitze des deutschen Konsumgüterindustrie. Genau. Hast du mal einen Cognac? Das ist nämlich jetzt gerade der Punkt, wo man hochspirituelle Getränke braucht. Und da war zum Beispiel von exponentiellem Wachstum die Rede. Ich habe gesagt, ja doch. Es ist also von den disruptiven Kräften der Digitalisierung, die also dem Einzel- und dem Mehrhandel oder wer auch immer was für ein Handel natürlich erstmal in der Zukunft die ganz großen Wachstumsraten bescheren wird. Da war davon die Rede, dass zum Beispiel der Zukunftsnebel, der natürlich dicht ist, weil du nie weißt, was kommen wird, aber du musst schnell reagieren. Also du musst schnell in den Nebel rein. Also auf jeden Fall, das waren so Äußerungen, die da vom Beirat des MMM-Clubs gefallen sind. Und ich saß die ganze Zeit da, ihr müsst euch vorstellen, ich saß so da, ja, so, neben mir saß Eckart von Hirschhausen, und dachte, was ist los? So, ja, also aus der Nase raus. Also dann hatte ich die Bühne für mich. Und da ich ja immer um meinen Hormonhaushalt besorgt bin, habe ich dann mal ein paar Messer geworfen. Ich meine, wenn auf so einer Tagung von exponentiellem Wachstum gesprochen wird, und ich sage, wenn in Ihrem Körper was exponentiell wächst, dann sollten Sie sich große Sorgen machen. Und dem Herrn, der da also von der großen Geschwindigkeit, mit der man in einen dichten Nebel rast, gesprochen hat, wir haben gesagt, so ein Autofahrer, der mit hoher Geschwindigkeit in dichten Nebel, da hoffe ich nur, dass die Polizei ihn früh genug aus dem Verkehr zieht. Damit habe ich also quasi unausgesprochen gesagt, den müsste man auch aus dem Verkehr ziehen. Aber auch so Leute, die immer nur von den Chancen der Digitalisierung reden. Und keiner spricht davon, was wird das an elektrischer Energie kosten, wo kommen die Rohstoffe her? Antwort, die werden geliefert. Das ist das große Problem, dass wir uns längst dazu verstiegen haben, auch politisch in gewissen Kreisen längst dazu verstiegen haben, dieses ganze Projekt, worum es hier gehen muss, dieses große Transformationsprojekt, als etwas darzustellen, was, das wird, Sie werden das gar nicht merken. Wir werden Sie behandeln, aber Sie werden das gar nicht merken. Das wird ein bisschen Geld, bitte, lass los. Es zieht, ja, es zieht wie Hecht so, das muss ich auch sagen. Ja. Aber ich habe mir gedacht, boah, es ist halt bei euch so, weil... aber vielleicht wird im Laufe des Vortrags Ihnen noch so warm, dass Sie froh sind, wenn es da oben runter geht. Ah ja, jetzt kommt die Pelletheizung, die wird angeblieben. Aber Moment. Also, ich will eigentlich damit vor allen Dingen dieser Vorrede, die etwas länger geraten ist, als ich eigentlich gedacht habe, Ihnen nochmal sagen, dass es wirklich eine extrem wichtige Arbeit ist, die Sie alle machen. Es geht hier tatsächlich darum, in einem Meer von teilweise totaler, ich will nicht mal Intoleranz sagen, aber von Unfähigkeit, Dinge zu akzeptieren. Wir leben in einer Gesellschaft, die unglaublich viel von dem, was in der Wirklichkeit passiert, verneint. Einerseits durch Meinungen. Also da geht es dann nicht mehr darum, Fakten wahrzunehmen, sondern da hat man einfach eine Meinung. Da haut man einfach mal einen raus. So. Und dann gibt es aber auch diejenigen, die eben
dadurch, dass sie eben Interessen haben, sehr starke Interessen haben, diese Wirklichkeit verneinen, weil sie dann sagen, ja Mensch, wenn die Rohstoffe nicht reichen, dann müssen wir irgendwie Asteroiden oder sonst was angraben. Ja, es gibt so Leute. Ja. Also auch, man darf es auch nicht, wie ich finde, man sollte die Grenzen klar ziehen. Und ich komme mir dann wirklich vor bei solchen Vorträgen so ein bisschen wie so ein naturwissenschaftlicher Fundamentalist. Obwohl ich eigentlich gar kein Fundamentalist bin. Ich will eigentlich gar keiner sein. Ich habe immer gedacht, was wir in den Naturwissenschaften hervorbringen an Know-how, über den Zusammenhang zum Beispiel Struktur der Materie und so weiter, das ist allen klar. Auch gerade diejenigen, die Materialien verbauen, die Materialien entwickeln und so weiter, die müssen doch wissen, dass das, was sie da tun, sie nur tun können, weil wir so genau wissen, aus was Materie aufgebaut ist und was Materie mit elektromagnetischer Strahlung macht. Wir sind inzwischen so gut in der Überprüfung der Struktur unserer Materie, dass wir Längenveränderungen von tausendstel Protonenradius nachweisen können, von Gravitationswellen. Wir sehen Strukturen, die deutlich kleiner sind als die Nukleonen. Und trotzdem gibt es immer noch Menschen in Deutschland, überall auf der Welt, die glauben, wir hätten nicht verstanden, wie solche Riesengebilde wie Moleküle mit dem Dipolmoment wie Kohlendioxid, Methan oder Stickoxide, dass wir nicht wissen, wie solche Moleküle mit elektromagnetischer Strahlung umgehen. Nur um nochmal klar zu machen, von was wir hier reden. Ein Atomkern wäre bei einem Bundesligastadion so groß wie, wenn ein Bundesligastadion so groß wäre wie ein Atom, wäre ein Atomkern so groß wie ein Reiskorn im Mittelpunkt des Anschlusskreises. Das heißt also, mal abgesehen davon, dass man die Frage stellt, wie hält so ein Ding eigentlich zusammen, wenn so viele gleichnamige Ladungen drin sind. Also jenseits von Wasserstoff muss man ja sich nicht sofort denken, mein Gott, gleichnamige Ladungen, die stoßen sich doch ab. Es muss also eine sehr starke Kraft da sein, die die Atomkerne zusammenhält. Aber trotzdem, wir sind, da hören wir ja nicht auf bei diesem Reiskorn, sondern wir sind bei etwas, was ein Tausendstel davon ist. Das ist die Auflösung, mit der wir strukturelle Fragen an die Materie richten. Wenn Sie sich jetzt überlegen, wie groß dazu ein Kohlendioxidmolekül ist, zu diesem Atom, das so groß ist wie ein Bundesligastadion, da können Sie irgendeinen beliebigen Landkreis in Deutschland nehmen, der reicht nicht aus in dem Verhältnis dazu. Moleküle sind riesig. Und wir wissen vor allen Dingen, wie die Bindungsenergien von Molekülen sind. Worüber ich da jetzt gerade spreche, meine Damen und Herren, das ist nochmal eine Vorrede nach der Vorrede, um Sie auf etwas vorzubereiten, was ich jetzt einfach nicht mehr erwähnen werde. Worüber ich da spreche, ist Quantenmechanik. Ich rede darüber, wie Materie mit elektromagnetischer Strahlung wechselt wird. Das haben Sie nicht erwartet heute Abend noch in die Quantenmechanik mit reingebracht, aber es hilft nichts, weil ich damit klar machen will, dass der Treibhauseffekt, also der makroskopische, also sichtbare Effekt, der damit zusammenhängt, wie die Atmosphäre mit der ankommenden Sonnenstrahlung umgeht, durchgängig verstanden ist. Da ist nichts mehr irgendwie zu erforschen. Es ist völlig klar, dass dieser Planet, machen wir einen Moment, Astronomie, Astronomen werden ja gerne zu Festtagsvorreden eingeladen. Wissen Sie warum? Wir reden über schwarze Löcher, dunkle Energie, dunkle Materie, alles weit weg, ganz weit weg. Das ist super, das hat nichts mit uns zu tun. Das ist rätselhaft, das ist mysteriös, möglich vielleicht noch ein außerirdisches Leben, ganz großartig, Hunger. Dann geht man nach Hause, trinkt zu Hause noch einen Wein oder ein Gläschen Kontinent, ach, ist das toll und so weiter. Nee, diese Vorträge habe ich hinter mir, hätte ich fast gesagt. Heutzutage benutze ich das eigentlich nur noch, um sie in Sicherheit zu wiegen, während des Vortrags. Also um Ihnen das klar zu machen, der Abstand zwischen Erde und Sonne hat sich, seitdem die Erde existiert, nicht geändert. Das sind Runde, kommen Sie ruhig rein. Aber nicht an der Erde. Das sind 150 Millionen Kilometer und man kann ausrechnen, aus der Leuchtkraft, die Sonne heute hat, was für eine mittlere Temperatur hätte dieser Planet, wenn er keine Atmosphäre hätte. Also was wäre die Gleichgewichtstemperatur auf diesem Planeten, wenn er keine Atmosphäre hätte. Das können übrigens all diejenigen, die in der Schule tätig sind, in diesem Heft hier finden, der Klimawandel, Verstehen und Handeln. Cecilia Sparza, ich und viele Kollegen in München haben das gerade entwickelt, gekriegt in den nächsten Tagen. Als PDF-Datei können Sie das kriegen im Netz. Und wir haben es sogar geschafft, den neuen Umweltminister als Schirmherr zu kriegen. Also Masse Toff. Und Cecilia ist es vor allen Dingen auch gelungen, dieses Projekt, Sie werden es nicht glauben, in den bayerischen Lehrplan reinzukriegen. Dafür. Dieser Planet hätte also ohne diesen Effekt, von dem gleich noch die Rede sein wird,
eine Gleichgewichtshemmung, das wird übrigens ausgerechnet, wenn Sie es nochmal ganz genau nachgucken, eine Temperatur von minus 18 Grad Celsius. Das ist die Temperatur, die ein Felsenkörper hat in einem Abstand von 150 Millionen Kilometer von einer Maschine, die 10 auf 26 Watt rausbrüllt. So, schön. Aber auf unserem Planeten ist es selten minus 18 Grad im Durchschnitt, sondern es ist eher 15 Grad im Durchschnitt. Die Differenz von 33 Grad wird gemacht durch die Tatsache, dass wir eine Atmosphäre haben, die eben durch Wasserdampf, Kohlendioxid und noch ein paar andere Gase es schafft, dass ein ganz erheblicher Teil der von der Erde aufgenommenen Energie, nämlich die Energie, die von der Sonne kommt, den Erdkörper erwärmt. Und diese Infrarotstrahlung, die kann eben in Teilen von der Atmosphäre wieder aufgenommen werden. Und dann bekommt man wieder ein Gleichgewicht. Und dann hat man nicht nur die Erwärmung des Erdkörpers durch die Sonne, sondern man hat auch die Erwärmung durch diese Atmosphäre. So. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Anzahl und die Konzentration von energiespeichernden, also energieabsorbierten und reemittierenden Molekülen erhöhen, da brauchst du kein Physikstudium dafür. Dann muss die Temperatur steigen. Ich könnte es jetzt auch anders formulieren. Die Erde ist ein offenes System. Das heißt, sie tauscht vor allen Dingen Energie mit dem Universum aus. Und damit es in einem offenen System zur Strukturerhaltung kommen kann, also sowas wie Sie zum Beispiel, dissipatives Nicht-Gleichgewichtssystem, sind Sie alle da, ist es notwendig, Entropie zu exportieren. Das muss raus. Wir nehmen niederentropische Nahrung auf und geben hochentropische Abfälle ab. So transportieren wir Entropie. Übrigens Ihr Gehirn ganz besonders viel. Also jetzt nicht nur Ihr Gehirn, meins auch natürlich. Dadurch, dass es schön warm ist. Der größte Teil der Energie, die vom Hirn aufgenommen wird, ist Wärme. Damit es schön warm ist und es schön abstrahlen kann. Also unser Gehirn ist kein Computer, es ist eine Dampfmaschine. Und zwar wirklich warm. Es ist ganz wichtig. Dadurch, dass wir so viel Energie abgeben, können wir hier eine Ordnung drin erhalten, der Entropie-Export. Aber irgendwohin wird die Entropie ja exportiert. Nämlich nach draußen. So, okay. Und da draußen kann man auch das Volumen nicht vergrößern. Das wäre nämlich die eine Variante für die Entropieerhöhung. Die andere ist Temperaturerhöhung. Was wir da draußen sehen, ist unser Entropietransport. Wir erzeugen Struktur und wir bringen jede Menge Abfall auf den Planeten unter. Jetzt gibt es noch ein bisschen Fundamentalphysik und dann steigen wir in dieses Thema ein. Obwohl, was soll ich euch erzählen, ihr wisst es sowieso alles. So, aber diese Fundamentalgeschichten sind vielleicht nochmal ganz interessant. Vielleicht auch für einen Abend in der Kneipe oder bei irgendeiner Veranstaltung, wo Sie nochmal dazulegen können. Nämlich so ein Fundamentalargument zu bringen folgendermaßen. Unsere Abfälle kriegen wir nicht weg. Auf diesem Planeten gibt es eine Kraft, die gibt es im ganzen Universum, aber bei uns gibt es sie natürlich auch, das ist die Schwerkraft. Und die kann man nicht irgendwie abschotten. Die gleicht sich nicht aus. Elektrisch hat man positiv und negativ, elektrische Kraft ist null. Schön, fein. Gravitationsladung gibt es nicht. Wenn Sie hier etwas losschicken und es ist nicht schneller als 11,4 Kilometer pro Sekunde, dann fällt es wieder runter. Und das ist ja auch so. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie die Nachricht letzte Woche gelesen haben. Ich glaube, in Neuseeland war es. Da hat man, Entschuldigung, wir sind ja unter uns, in der Scheiße einer Seerobbe hat man einen funktionierenden USB-Stick entdeckt. Ja, das funktioniert. Wurde ein bisschen sauber gemacht, dann haben sie ihn da reingesteckt, haben sie gesehen, von wem er ist. So, oh, ja. Ja, bei dem ganzen Mikroplastik, den wir da in der Weltgeschichte rum, da gibt es ja eben keinen USB-Anschluss, wo wir nachgucken können, von welchem Rindvieh ist denn das Zeug. Und wir können auch nicht erkennen, heutzutage, wie viel Schäden wir Mitteleuropäer dieser Welt zugefügt haben, indem wir Metalle jeder Form aus allen möglichen Kontinenten hierher gerissen haben. Wir verwenden, gerade für diese digitalen Diktatoren hier, verwenden wir in einer Form Elemente, die müssen teilweise mit der Hand aus dem Boden rausgerissen werden. Dass natürlich in den letzten 50, 60 Jahren genau das passiert ist, was eben nicht passieren sollte, was längst nicht hätte passieren sollen, nämlich, dass der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre steigt und steigt und steigt. Alle diejenigen, da sind wir leider in Gottes nicht mehr unter uns, alle diejenigen, die also immer gesagt haben, ja, das ist doch grüne Taliban, dieser ganze grüne Ökofundamentalismus, raus, gehen Sie rüber und so weiter. Ja, das kann man heute alle. Wunderbar. Das ist, den habe ich mal kurz an die Photovoltaik angeschaut. Wunderbar, nehme ich. Nehme ich. Obwohl ich ja weiß. Hier. Oh, das ist ja grün. Ja, ja. Deswegen ist das grün. Ah ja, das ist grün. Grüne Elektron. Weil das mit der Diktatur des Räumers. Jawohl, okay. Ja, ja. Das ist eine grüne Veranstaltung. Ja, ja, ja. Aber
Ich meine, was Sie da sehen, ist die Erfolglosigkeit des globalen grünen Projektes. Man sieht nichts, gar nichts. Seit 20, 30 Jahren steigt es mehr an denn je. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Alle versuchen, das irgendwie zu dämpfen. Und was haben wir an Erneuerbaren ausgebaut? Und man sieht nichts, die Atmosphäre merkt nichts. Man merkt sogar, man misst den gleichen Wert übrigens inzwischen am Südpol. Das ist nicht schön. Und es ist völlig klar, dass eben diese CO2-Konzentrationen dermaßen gestiegen sind. Da müsste eigentlich schon 407 Parts per Million stehen. Also der Anstieg, dafür sind wir verantwortlich und so weiter. Also das brauche ich alles nicht erzählen. Ist alles krank. Und wie gesagt, das ist jetzt im Grunde genommen ist es eine Frechheit, solche Fundamentalerkenntnisse immer wieder anzusehen. Ich muss auch da mal sagen, das ist auch so ein Punkt, der mir ehrlich gesagt richtig fast auf den Magen schlägt. Solange wir in den Grundlagenwissenschaften Dinge erfinden und entdecken, die sich dann technologisch in unserem Alltag für uns scheinbar positiv niederschlagen. Wir haben was davon. Ja. Wir können Daten schneller verarbeiten, können schneller kommunizieren, etc., etc., alles mögliche. Wir können schneller fahren, schneller fliegen, mehr von allem, super. Solange das passiert, sind wir von den Wissenschaftlern die neuen Priester. Man liebt uns, man schätzt uns. Die Politik, das Militär, alle sind wie verrückt. Ach, komm, find noch was raus. Da geht doch noch was. Quantencomputer, wäre das nicht toll? Killerroboter und so weiter. Synthetische Biologie, Mensch, was könnte man da alles machen? Und sobald aber der gleiche Formalismus, der zu diesen Erfolgen der Wissenschaft geführt hat, nämlich die Forderung, empirische Hypothesen müssen an der Erfahrung scheitern können. Empirische Hypothesen in der empirischen Forschung müssen überprüfbar sein und bilden aufgrund dieser Überprüfbarkeit, bildet sich so eine Art von Rückgrat aus, dass es sich hier eben nicht um irgendwelche Meinungen handelt, die irgendjemand formuliert, politische Interpretationen, Ideologien, Hoffnungen, Missionen oder Träume, sondern offenbar um etwas, was immer faktischer wird, je stärker Experimente und Beobachtungen die Vorhersagen von solchen Hypothesen bestätigen. Deswegen können wir heute Relativitätstheorie so genau überprüfen, deswegen können wir heute Technologie auf der digitalen Ebene, also auf der kleinsten, da wo es nur noch tatsächlich um Einsen und Nullen geht, machen, weil wir so genau, so tief mit dieser Methodik in die Natur hineinschauen. Wir können Materialien formen, die exakt die Eigenschaften haben, die wir haben wollen. Wir können die formulieren vorher und dann bauen wir es zusammen. Bis hin zur synthetischen Biologie. In der Physik haben wir schon Hiroshima erlebt. Ich hoffe, wir erleben nie ein Hiroshima der synthetischen Biologie. Was das bedeuten wird, wir ahnen es nicht. Jeder Kreti und Bleti kann heute in seiner Garage anfangen, genetisch manipulierte Wesen zu schaffen, in der Keimbahn verändert, kann die rauslassen, die werden sich vermehren und das war's. Großartige Aussichten. Das ist die Dialektik der Aufklärung, dieses Spannungsverhältnis, dass wir eben tatsächlich deutlich mehr können, als wir eigentlich sollen. Während der technische und wissenschaftliche Fortschritt mindestens mit ICE-Tempo nach vorne rast, rennen wir in der Ethik, wir rennen nicht, wir sitzen auf so einer Dresine und versuchen hinterher zu kommen. Und der Abstand wird immer größer und größer. Und niemand sagt diesen wissenschaftlich, wirtschaftlich, technischen Bereich noch, was sind denn eigentlich deine Grenzen? Denn wir haben ja schließlich hier in Europa auf jeden Fall ökonomieadäquate Demokratien geschaffen, bei denen vor allen Dingen das richtig ist, was wirtschaftlich richtig ist. Und am Ende, das schreiben wir in unserem Buch ja auch, kriegt man dann noch ins Gesicht gesagt, don't be carried away with humanistic philosophy. Like it or not, our only objective is to defend the interests of the shareholder. Die Shareholder. Anonymität. Niemand mehr, der noch face to face, Gesicht zu Gesicht irgendwie Verantwortung für irgendwas übernimmt. Finden Sie mal raus, wer für diesen ganzen Wahnsinn in dieser Republik hat keiner unterschrieben. Das sind die Strukturen, das sind die Sachzwänge, ja, die auf einmal immer dann hervorgebracht werden. Da können wir nichts machen. Und die Wettbewerbsnachteile. Das darf man nicht vergessen. Der berühmt-berüchtigte Wettbewerb, auf den wir uns alle in allen Lebenslagen eingelassen haben, und der fordert von uns Energie. Und nicht nur unsere Lebensenergie, sondern vor allen Dingen pausenlose Energie. Schauen Sie sich doch mal in Ihrem eigenen Haushalt an. Wie viele elektrische Verbraucher hatten Sie denn vor 15 oder 20 Jahren in Ihrem Haus? Und wie viele haben Sie heute?
Das heißt, wir sind tatsächlich wirklich in einer merkwürdigen Weise sind wir frontal gegen die wissenschaftlichen Ergebnisse gefahren. Und wenn man sich das so anguckt, die Treibhausgase erreichen neue Rekordwerte. Das ist vom 23.11.2018 von der World Meteorological Organization. Und da geht es darum, die Treibhausgaswerte in der Atmosphäre haben neue Höchstwerte erreicht. 405 Parts, wir haben auf einer Karte 407 gesehen, so viel. Und jetzt kommt es, wie seit 3 bis 5 Millionen Jahren nicht mehr. Treibhausgase, Stickoxide genauso. 3 bis 5, wissen Sie, seit wann es den Homo sapiens gibt? Seit wann ein Planet zum anderen sagen kann, du, ich habe da irgendwo einen Ausschlag, ich weiß auch nicht so genau, was das ist. Wenn Sie groß sind, sind 500.000 Jahre. Und richtig losgelegt haben wir mit diesem ganzen Irrsinn in den letzten 200, 300 Jahren. Wir sind schon sichtbar, nur für diejenigen, die es interessiert, wir sind schon sichtbar in der Erdgeschichte als Klimaveränderer, seitdem wir Landwirtschaft betreiben. Da gibt es eine großartige Arbeit von Rudiment von 2003, wo man sehen kann, ab wann wir eine erste Entkopplung haben von den natürlichen Zyklen der Methan- bzw. Kohlendioxidregeneration in der Atmosphäre und wie das auf einmal sich verändert, als wir angefangen haben, großflächig Landwirtschaft zu betreiben. Die Klimagase sind seit 1990 um 41% angestiegen. Das will man gar nicht glauben. Das kann ja nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Wo kommt denn das ganze Zeug her? Von uns doch nicht, oder? Wir sind doch die Grünen. Primusse. Was ist die Frage, was ist denn jetzt auch von Primus? Primi? Primat. Ist das die Beste? Aber wunderbar, genau. Ja, wir kennen uns nicht, das war die Farbe. Ja. Gerade wir in Deutschland haben doch so lange geglaubt, mein Gott, sind wir gut und die anderen sind so schlecht und so weiter. Und dann kriegt man raus, dass wir schon seit Ewigkeiten keine Reduktion mehr haben bei der Kohlendioxidemission. Komisch. Der Energiesektor, der hat seine Hausaufgaben gemacht. Die sind am besten dabei. Industrie und private Haushalte dagegen, Verkehr vor allen Dingen, Kohlendioxid 146% des vorindustriellen Wertes, Methan 257%, wobei man sagen muss, das ist eine natürliche Reaktion. Denn es wird immer wärmer auf der Welt und dann wird irgendwann mal der Permafrost auftauen und dann wird aus dem permagefrosteten wird Sumpf. Und dann kommt eben Sumpfgas dabei raus und das ist Methan. Stickstoffdioxid. Die Treibhausgaswirkung seit 1990, ausgerechnet seit 1990, Menschmeier, Tag der Deutschen Einheit 1990, Mauerfall, ausgerechnet seitdem fast verdoppelt. Kein Wunder, hängt miteinander zusammen. Die Entwicklung der Weltwirtschaft hängt dann natürlich damit zusammen, wie stark unsere Weltwirtschaft Abfälle produziert. Und die Abfälle landen in den Meeren, unterm Boden und in der Atmosphäre. Denn genau, die Schwerkraft ist an allem schuld. Wenn wir weniger Schwerkraft hätten, dann wären wir auch nicht da. Wenn Sie sich das angucken, und hier immer kleiner Hinweis, hier sind einige Daten sind von der Münchner Rückstiftung, also für all diejenigen, die ohnehin der Wissenschaft nicht so trauen, also denen geht es wirklich nur ums Geld hier, nicht? Also, und die sammeln schon seit 1972 unentwegt, die haben die größte Datenbank über die Georisiken. Und Sie sehen, wie es immer wärmer und wärmer wird sie hier. Also nur für diejenigen, die sich da mal der Elmar hat den Vortrag. Das heißt, wir haben hier verschiedene Kontinente, also Ozeanien, Amerika und so weiter, Europa, Afrika und so weiter. Also wir können hier praktisch für jedes Land, können wir das Jahr für Jahr und auch Monat für Monat ganz genau festhalten. Und dann kriegt man diese Statistiken und sieht, wie es immer heißer und heißer wird. Und diese planetare Hitzewelle, die bleibt hier für das Jahr 2018. Können Sie sich angucken, wie das in Europa aussieht. Das ist vom Deutschen Wetterdienst und von dem Bundesministerium für Umwelt. Übrigens, das muss ich Ihnen noch erzählen. Hat auch was damit zu tun, aber ich muss es Ihnen mal sagen. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Es gibt so Momente in meinem Leben, da bin ich, also ich habe neulich einen Vortrag gehalten an der Technischen Hochschule in Deutz. Und da hat mir ein Kollege gesagt, Sie werden es nicht glauben, gucken Sie mal. Da hielt er mir so eine Schrift hin, da kann ich nur. Wir haben es empfehlen, gucken Sie das mal an, also beim Bundesumweltamt, da gibt es, wahrscheinlich wissen Sie das alles, nur ich wusste es nicht, da gibt es von 2016 eine schöne Broschüre, kann man gar nicht sagen, sondern das ist ein richtiges Buch, festes Buch, Achtung, über umweltschädigende Subventionen.
Okay, jetzt sag's nochmal. Es gibt also ein vom Bund eingerichtetes Amt, das Bundesumweltamt, das im Jahr 2016 so einen Drescher, also nicht irgendwie so ein kleines nettes Heftchen, sondern so einen Drescher, wo alle umweltschädigten Subventionen zusammengefasst sind. Aha. Tut mir leid, ich habe Schnapperabdruck. Da steht drin, dass im Jahr 2012 allein 53 oder 57 Milliarden an Subventionen verteilt worden sind, die alle nachweislich der Umwelt geschadet haben. Ja, sag mal, bist du wahnsinnig? Könntest du mal gucken, jetzt mal auf die Homepage von dem Bundesumweltamt und da haben sie nur umweltschädliche Subventionen. Ist ein tolles Teil. Da denkst du, das gibt's doch nicht. Was sind wir? Wie bekloppt sind wir denn? Ja? Nein, wir Deutschen sind gut, wir schreiben die Schäden dann auf. Also falls mal hinterher jemand kommt, können wir sagen, ja, wir können dir genau sagen, wie viel wir jedes Jahr für den Scheiß ausgegeben haben. Das kennen wir mal, also das wäre zum Beispiel mal eine Sache für einen Freitagnachmittag, wenn Schüler da unterwegs sind, da kann man ja mal öffentlich vorlesen, was für schwachsinnige Subventionen es in diesem Land gibt. Und da, wo es wichtig wäre, da kommt das Geld nicht hin, sondern wird mit fadenscheinigen Argumenten, nö, also der Ausbau der Erneuerbaren, ja, aber doch nicht so nicht. Ich muss aufpassen, dass ich wieder diesen... Und natürlich ist es so, dass diese Art von Veränderung, die wir auf unserem Planeten sehen, diese Erwärmung, hat natürlich Konsequenzen. Und was ich immer sage, und teilweise muss ich das in Schulen, muss ich manchen Leuten das wirklich sagen, glauben Sie es mir, die Kohlendioxid, also diese... oder hier in dem Fall die Eismoleküle, haben keine politischen Ziele. Glauben Sie mir das? Das Eis schmilzt, also wird zu Wasser, zu flüssigem Wasser, also das Wasser geht von der kristallförmigen Phase in die Gas- oder in die flüssige Gasphase über, weil es ihm zu warm wird. Das ist nichts, was irgendwie eigene Ziele verfolgt. Das heißt, das, was wir da sehen, der Rückgang des arktischen Eises, und das war ja noch das Schlimmste am Montag, erinnert ihr euch noch? Am Montag war ich ja bei dieser Dings da. Da wurde also nach meinem Vortrag wurde eine Frage gestellt. Eine Frage war, ob wir nicht einfach in Deutschland zu genau messen würden und der Klimawandel nur messen würde. Weißt du, das war um 11. Da hätte ich schon gleich einen, mach einen doppelten Kopf. Ja. Also das ist so die gleiche Geschichte wie der Scheuer, ja? Ja, so nach dem Motto, ja, der Grieche, der misst ja den Feinstaub im 5. Stockwerk um. Da hat er kein Problem mit. Können wir nicht auch? Ich meine, wir haben doch genug Häuser der Grieche. Wahnsinn. Also Sie sehen hier die Reduktion des Eises in der Arktis. Aber was eben viel, viel schlimmer noch ist, also arktisches Eis bedeutet Verlust von Albedo, also von Rückstrahlfähigkeit, und vor allen Dingen Gewinn an Absorptionsfähigkeit. Das ist das Schlimme bei dem Verlust des arktischen Eises. Wenn das Eis schmilzt, wird erstmal der Meeresspiegel nicht ansteigen, weil das Eis hängt ja schon im Wasser. Aber wenn es dann natürlich das Wasser wärmer wird, dann braucht das Wasser mehr Platz. Und das andere ist vor allen Dingen der Verlust an Albedo. Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Wenn diese weißen Flächen verschwinden und aus diesem weißen Eis wird ja dunkles Wasser. Und das ist ganz kacke. Weil nicht nur, dass wir verlieren die Fähigkeit des Planeten, Strahlung zu reflektieren, sondern wir gewinnen leider auch noch die Fähigkeit, Energie zu absorbieren. Und deswegen ist der Klimawandel nirgendwo so stark zu spüren wie in der Arktis und in der Antarktis. Und das, was Sie jetzt gerade gesehen haben, ist, und das muss man sich auch wieder auf der Zunge zergehen lassen, was wir hier eigentlich sehen. GRACE ist ein Satellit, der misst die Veränderungen der Erdschwerkraft. Er ist unglaublich empfindlich, also sehr empfindlich. Ich bin ganz empfindlich, also sehr empfindlich. Das ist so ein Korinthenkacker-Instrument. Ja. Ganz genau. Und wissen Sie, was der dann merkt? Der merkt, wenn das Land sich hebt. Und wissen Sie, warum Land sich hebt? Weil das Eis verschwindet. Und wenn das Land sich hebt, ändert sich die Schwerkraft unseres Planeten um ein winziges. Aber GRACE kriegt es mit. Und so kann der genau messen, wie sich die Eisflächen über Festland verändern. Das muss man sich mal eintun. So genau können wir das... Das heißt, wir haben ja eine Observation, die gar nicht beabsichtigt ist. GRACE soll eigentlich diese Kartoffelerde, Sie wissen, die Erde ist ja so, also die Erde ist keine Scheibe. Ja, ja doch, das tut
mir leid. Aber ich kann jetzt sozusagen ein Kompromissangebot machen an die Flacherdler. Sie ist auch keine Kugel. Sie ist eine Kartoffel. Allerdings sind die Abweichungen relativ winzig. Wenn wir so einen 30 cm Globus hätten, dann sind die Abweichungen im Bereich von 5 Mikrometer. Und wenn man sich also überlegt, dass so ein Blatt Papier schon 100 Mikrometer dick ist, dann ist es nicht sehr viel. Okay. Aber zurück zur Sache. Also die Gletscher auf Grönland verschwinden. Und wir haben die höchste Schmelzrate seit 450 Jahren, weil die auch immer wieder argumentiert, ja, ich bin schon da gewesen, steckt doch in den Wikinger damals, war da und so weiter. Dieses ganze Geschwätz, was man sich immer wieder anhören muss, sowas wie heute hatten wir noch nie. Das ist wirklich richtig heftig. Diese Schmelzraten sind schnell und knackig. Und vor allen Dingen, Sie müssen sich auch noch mal überlegen, alles, was wir momentan sehen, und denken Sie an meinen Traum, ja, da wo ich mal versucht habe, meinen Bruder zu erreichen, es geht gar nicht mehr darum, ob diese Gletscher schmelzen, das tun sie. Aber die Art und Weise, wie sie es tun, macht uns Angst. Also uns sind diejenigen, die sich mit Glaziologie beschäftigen, weil die Gletscher schmelzen nicht so, wie man denkt, so gleichmäßig oder so, sondern die Gletscher schmelzen mit Löchern, riesigen Löchern an der Oberfläche, was erstmal dazu führt, dass da oben natürlich wieder Wasser hängt, das Wasser kann Energie aufnehmen, dann schmelzen diese Löcher noch schneller. Das Wasser rutscht, fällt runter, kommt an den Gletscherfuß und der Gletscher beginnt auf diesem Wasserbett zu rutschen. Wir beobachten momentan eine Bewegung von diesen Gletschern, wie wir sie noch niemals beobachtet haben. Noch nie. Das ist noch nie da gewesen. Solche schnellen Bewegungen, die Glaziologen, die früher solche Forschung gemacht haben, die wurden ja oft verlacht. Ja, sie studieren doch das nur, damit sie Skifahren können in Innsbruck. Ich weiß es doch und so weiter. Ja. Nein, nein, das ist eine unglaublich wichtige Wissenschaft geworden. Und sollte uns schwer zu denken geben, hier eine Arbeit von 2018, Ice Core Records. Und ja. Die gleiche Kacke, auf Deutsch gesagt, ist noch viel schlimmer in der Antarktis. Da hieß es auch zwischen, ja, in der Antarktis, da wachsen die Fächer, da wachsen die noch an, da schneit es ja sogar noch mehr und so weiter. Ja, zwischendurch vielleicht mal, aber die Tendenz ist leider Gottes auch in der Antarktis katastrophal. Vor allen Dingen beschleunigend katastrophal, weil vor allen Dingen das Schelfeis schmilzt, also das Eis, was vor dem Festland liegt, auf dem diese 3 Kilometer, 3,5 Kilometer Gletscher liegen. Und warum schmilzt das Feld Schelfeis? Weil das Wasser so warm ist. Das Wasser ist so warm, weil es ständig wärmer wird. Das ist halt blöd. Ja? Und schon haben wir das ganze Problem. Wir beschleunigen die Gletscherschmelze noch dadurch, dass das Schelfeis verschwindet und wieder mehr und mehr von diesen antarktischen Festlandgletschern in Richtung Küste rutschen. Deswegen gibt es ja diese riesengroßen Eisberge, richtig abbrechen, wo dann über das Saarland her muss. Ja? Da ist das Saarland immer in der Diskussion. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist dann. Ja, ich glaube, es ist das einzige Mal, so wie Malta. Ne? Malta taucht eigentlich immer nur, nee, inzwischen ja, leider Gottes, bei der Flüchtlingskrise, aber vor allen Dingen sonst ansonsten immer nur Grand Prix der Russen. Malta Duisburg. Ne? Sonst hat man nie was von Malta gehört. Ne? Aber dann, an dem Abend, ist es mal aktiv. Und jetzt kommt natürlich die ganz schlimme Nachricht. Das meiste von dem, was ich Ihnen jetzt präsentiert habe, ist gar nicht das Problem. Das sind noch winzige Teile der allgemeinen Erwärmung. Der größte Brocken der Erwärmung wird nach wie vor von den Ozeanen gespeichert. Sie sehen, das sind über 90%. Alle, die im Herbst schon mal im Ostmittelmeerraum gewesen sind, die wissen, wovon die Rede ist. Die wissen, wie lange Wasser Wärme speichern kann. Aber irgendwann ist finito. Ja. Oder, um es mit Wolfgang Schäuble zu sagen, ist over. Ja. Ist over. Ja. Dann ist vorbei. Und noch halten die Ozeane, aber wir erleben natürlich durch die Erwärmung eine allgemeine Temperatur, also durch die allgemeine Temperaturerhöhung erleben wir eine Volumenvergrößerung für das Wasser. Und es kommt alles zusammen, also die Festlandseismassen reduzieren sich, die Ozeane müssen wachsen und die Ozeane werden wärmer, also wird der Meeresspiegel wachsen. Und das kriegen wir natürlich in verschiedenen Varianten alles so mit. Das ist jetzt mal eine erste Prognose, es kann auch alles viel schlimmer kommen. Die schon mal in Amsterdam waren, mitten in der Stadt von Amsterdam, danke well, da sieht man also, wie tief diese Stadt unter dem Meeresspiegel liegt. Das sind 5 Meter, steht da so eine Säule. Und denken Sie nur an die asiatischen Städte, die durch Grundwasserentnahmen immer weiter und weiter sinken, Jakarta, Singapur und viele andere. Also diese Städte sinken, weil das Grundwasser entnommen wird, Wohnräume entstehen, die Stadt sinkt, der Meeresspiegel steigt. Na, da geht doch was. Und in der Tat ist der Anstieg des Meeresspiegels für uns eine der größten Herausforderungen in den nächsten 40 Jahren.
werden erhebliche Menschenmengen davon betroffen sein und wie wir das handeln werden, wie die Asiaten das handeln werden, auch im Nahen Osten, wie das gehandelt werden soll, das wagt man sich nicht vorzustellen. Und an dieser Stelle müssen Sie natürlich immer vor allen Dingen auf Folgendes sehen. Das ist ja jetzt schon wieder ziemlich weit weg. Aber wir kriegen hier auf diesem Planeten A, erstens alles mit, heute mehr denn je. Und zum anderen sind diese ganzen Probleme, vor denen wir da stehen, zugleich auch Sicherheitsprobleme. Das sind Bedrohungspotenziale für Israel genauso wie für die arabischen Staaten. Das sind Bedrohungspotenziale für China. Und zwar in einem ganz erheblichen Maße. Sollte tatsächlich mal noch mehr Eis schmelzen, als das bis jetzt schon der Fall war, werden die Industriezentren an der chinesischen Küste stark bedroht sein. Die Tokio mit Gesundheit, sie genießen das. Ja. Also wir werden erhebliche Katastrophen erleben, einfach dadurch, weil diese Katastrophen, also diese Sturmfluten bei höherem Meeresspiegel stattfinden. Das werden wir alles nicht wollen. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, deswegen habe ich auch vorhin zu dem Kollegen im anderen Hörsaal gesagt, ob ich euch gute Unterhaltung wünschen kann, weiß ich nicht. Das ist die Geschichte, die jetzt kommt, die ist blanke Physik. Kann man wunderschauen. Also man kann eigentlich mit Enrico Fermi, der gefragt worden ist, wie konnten Sie denn an der Entwicklung der Atombombe teilnehmen? Also wieso? Das ist doch gute, schöne Physik. Könnte man jetzt auch darüber so reden. Wissen Sie, es gibt nichts Schöneres. Also ich bin ein Spezialist für komplexe Systeme. Ich arbeite mit nichtlinearen Gleichungen, Rückkopplungen und so weiter. Das ist mein täglich Brot in der Physik. Und das ist auch schön, das kann man analytisch teilweise sogar noch knacken. Moment und Turbulenz und all diese wunderbaren Sachen, großartig. Selbstorganisation, wundervoll. Und ja, und das eine mit dem anderen zusammenhängt, kritische Parameter zu identifizieren, wann denn dann so ein System zum Beispiel kippt, ja. Das kann man ja genauestens, kann man das ja ganz genau. Man kann ja so infinitesimale, kleine Veränderungen vornehmen, dann kann man so das Glas einfach mal stehen lassen. Sie wissen doch, was ich meine. Das ist ganz großartig so. Diese Grenzwertbetrachtungen, diese nichtlinearen Übergänge, wundervoll. Ja, und dann stellt man fest, Mensch, Meier, also wenn dann ein Dominostein gibt, dann kippt nicht nur hier was und rast und macht irgendeine Wirkung, sondern gleichzeitig kippt da noch was und dadurch, dass der hier kippt, kippt es auch da und da hinten kippt es auch. Ja, wieso? Die haben doch gar nichts miteinander zu tun gehabt. Das ist leider die Situation, die sich in den letzten Jahren immer deutlich herausgestellt hat, nämlich, dass es nicht mehr nur um die einzelnen Kipppunkte geht, von denen gleich noch die Rede sein wird, obwohl ihr die hier alle kennt, sondern dass es Kaskaden von Kipppunkten gibt. Das heißt, das eine regt das andere an, regt das eine an, regt das andere an und dann noch möglicherweise durch eine Schwebung wird irgendwas Drittes angeregt. Und auf einmal weiß man gar nicht mehr, was los ist. Sie wissen, kennen alle den Unterschied zwischen komplex und kompliziert. Kompliziert ist das Einbahnstraßensystem von Florenz. Wenn man da aber ein paar Tage lebt, ist es kein Problem mehr. Weiß man, da kannst du raus, da kommst du rein, kein Thema. Komplex würde dieses Einbahnstraßensystem, wenn die erlaubte Fahrtrichtung von der Verkehrsdichte abhängig wäre. Genau. Dann wird es spannend. Ja, Sie kommen morgens um 5 auf die Straße und gucken schon mal, wer ist denn noch so da? Schaffen wir es heute, die kritische Menge zu erreichen und kommen aus der Stadt raus? Ja, Antonio fehlt. Ja, dann ruf ihn an. Ja, dann ist mein Bett und so weiter. Ja. Ach, wieder nichts heute. Mist. Ja, so. Na ja, die andere Straße. Das heißt, Sie müssen sich selbst organisieren in der Komplexität, in komplexen Systemen, um eben Wirkung zu erzeugen. Diese Selbstorganisationsphänomene können allerdings auch welche sein, die uns überhaupt nicht gefallen. Denn dadurch, dass es so warm wird, taut der Permafrost auf wie Sau. Methan ist ein erheblich stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid. Dadurch wird es noch wärmer. Dadurch, dass es noch wärmer wird, wird das Albedo zum Beispiel in der Arktis noch mehr schneller verschwinden, was dazu führt, dass noch mehr Energie dort oben gespeichert wird, was wiederum dazu führt, dass der Temperaturunterschied zwischen der Arktis und der Umgebung geringer wird, was wiederum dazu führt, dass der Jetstream sich verlangsamt, was allerdings dazu führt, dass er instabil wird, was dann dazu führt, dass es im Simbaram Inn regnet wie Sau. So. Merken Sie, was es für ein Vorteil ist, wenn man Theater spielt? Da kann man sich an solchen Szenen kann man sich wunderbar erfreuen. Also, das ist zum Beispiel eine wunderbare Arbeit, die ich mir allen sehr ans Herz legen kann. Brauchen wir eine Zeit, aber es lohnt sich wirklich. Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. Das ist also der Versuch, ein äußerst komplexes System tatsächlich nochmal anders zu verstehen. Wir haben also hier die Zeit, die läuft hier, Stabilität.
Und die Erde war immer in diesem Wechsel von Eiszeiten und Warmzeit, also immer so hin und her. Und das war auch alles gut, das ist der Holozän, vor 8.500, sagen wir 9.000 Jahren, sagen wir 10, kommen 11.500, ist okay. Und dann gab es einen ersten Bruch, der uns Probleme macht, nämlich, dass die Erde diesen Weg der ganz normalen Schwingungen, der kleinen Oszillation verlassen hat und nun ins Tal abgerutscht ist, wo als nächstes Folgendes passieren kann, dass diese Erde, die eigentlich eine Eiszeit hat, oder Warmzeiten und Eiszeiten auf einmal in eine Hothauserde, also in eine Heißzeit hineinläuft. Und da kommt es darauf an, eben genau diesen Punkt nicht zu verpassen, nämlich durch Earth System Stewardship, also wir können die Erde noch aus diesem Tal herausziehen, indem wir nämlich das Richtige tun, also Dekarbonisierung von allem, was irgendwie nur immer möglich ist. Und wissen Sie, das ist eine Nachricht, die ich immer wieder gerne nenne, aber so richtig ankommt tut es nicht. Bei den Naturgesetzen, da ist es auf merkliche Weise, obwohl wir nun seit 300 Jahren oder 250 Jahren Aufklärung haben und wir schon immer ein nomologisches Naturbild hatten, denn wir sind schließlich in der Tradition der griechischen Philosophie, also Sie kommen aus der Philosophie heute Abend auch nicht, ich kann hier bei Ihnen. Nomologisch heißt, wir vermuten in der Natur Gesetzlichkeit. Nomos. Das ist ein Gesetz. Und in der Tat haben wir viele Gesetze gefunden. Und sogar nicht nur bei uns, sondern wir haben unter der Annahme, die Naturgesetze gelten überall im Universum, diese Gesetzlichkeiten auch auf Objekte im Universum und sogar auf das gesamte Universum angewandt und haben festgestellt, offenbar ist es nicht falsch. Wir haben eine Menge über andere Sterne gelernt, über Galaxien und so weiter, über Formen von Materie, die wir abgeleitet haben aus den Prinzipien der Quantenmechanik zum Beispiel. Was passiert, wenn in einem Stern nur noch die Gravitation wirksam ist und die Materie immer weiter und weiter verdichtet wird? Ab welcher Dichte merken die Teilchen was voneinander und können nicht mehr beliebig weiter zusammengepresst werden? Das sind Berechnungen aus der Quantenmechanik. Das heißt, eine Theorie, die dazu gemacht worden ist, um zu erklären, wie elektromagnetische Strahlung mit Materiewechsel wirkt, also die ganzen Spektralien und vieles andere, kann auf einmal den Astronomen erklären, wie weiße Zwerge zustande kommen, Sternleichen, in denen es keine Energiefreisetzung mehr gibt, oder Neutronensterne. Und viele andere Dinge, von denen wir etwas im Universum gelernt haben, wo wir feststellen können, der Weg, den die empirische Forschung in den letzten 400 Jahren genommen hat, ist der richtige. Also zu glauben, eine Theorie auf 22 oder 23 Stellen hinaus zu bestätigen und die sei dann immer noch falsch, ist völlig naiv. Natürlich, da sind wir bei meinem Lieblingsspruch, Bescheidenheit ist die schlimmste Form der Eitelkeit. Ja, das ist natürlich Chauvinismus. nämlich, dass wir in der Physik so genau wissen, wie Materie funktioniert. Und dann ist es natürlich besonders fatal, wenn man immer und immer wieder hört, Naturgesetze, Gesetze, die können wir noch ändern. Ja doch, ist irre. So nach dem Motto, gibt es nicht doch noch ein kleines Fünkchen Hoffnung? Gibt es nicht doch noch einen Notausgang vielleicht, wo noch alles ganz anders ist? Also, da geht doch noch was, da geht doch noch was. Ja, ich kann leider nicht davon sprechen. Tut mir leid, es ist tatsächlich so, dass alle Kipppunkte, die man hier sieht, haben was damit zu tun, dass genau Materie aufgrund der allgemeinen Erwärmung sich ebenso verhält, wie es sich verhalten muss. Und das ist natürlich fatal. Dass wir inzwischen, vielleicht kennen Sie den Begriff des chaotischen Pendels, ja, da hat man nicht nur ein Pendel, wo eins ist, sondern man hat drei oder vier, die alle miteinander starr zum Beispiel auch verbunden sein können. Sie kriegen völlig unterschiedliche Periodizitäten. Also während hier unten das eine Pendel ist, die ganze schlägt das andere Ding da oben auf, aber bleibt ja stehen und hier unten, das schlägt aus wie verrückt. Und schauen Sie sich an, wie viele Pendel hier zur Verfügung stehen. Und alle haben unterschiedliche Zeitskalen. Niemand hätte gedacht, dass der Permafrost sich in Sibirien so auftaut, dass die Firma Gazprom, Sie wissen schon, Entschuldigung, den Kurs, dass die Firma Gazprom inzwischen einen ganz erheblichen Teil der Energie, die sie aus dem Boden holen, dazu verwenden muss, um Sibirien zu kühlen. Zu kühlen! Sibirien! Ja, warum? Weil denen ansonsten die Rohrsysteme natürlich in Sibirien kaputt gehen. Die haben immer ohne große Fundamente bauen können. Das ist ja klar, der Boden war hart gefroren. Fahren Sie mal nach Novosibirsk, gucken Sie sich mal an, wie die Stadt wegrutscht. Und nicht nur da.
Was wird passieren, wenn Brasilien ernst macht oder der brasilianische Regierungschef ernst macht und den Amazonas-Regenwald einem Kettensägen-Massaker zum Opfer fällt? Was machen wir dann? Dann kann ich nur noch sagen, spirituelle Getränke. Vielleicht mit Douglas Adams oberhalb von 42% beginnen die richtigen Antworten im Universum. Was passiert, wenn unsere Meere so sauer werden, dass die Korallen auch nicht mehr halten? Was passiert mit den Nahrungsketten, von denen wir abhängig sind, egal ob wir nun vegan, vegetarisch oder Fleisch essen? Wir leben in Deutschland mit dem Titel, ja, merkwürdigerweise, für einen Tag oder zwei, manchmal reicht es noch für Maybrit Illner, wo die für die Maischbergerin oder Lanz wählt sich nochmal damit rum, aber dann ist das Thema wieder weg, weil schon wieder irgendeine andere Sau durchs Dorf getrieben werden muss. Und dann ist die Nation schon wieder weg von dem Insektensterben, dieser Katastrophe, die uns allen schwer zu denken geben müsste. Franz Hohler, der Schweizer Kabarettist Hohler, hat 1974 einen ganz wunderbaren, also gar nicht wunderbar, aber einen außerordentlich prophetischen Text aufgeschrieben, der Weltuntergang. Und der Weltuntergang von Hohler beginnt auf einer Südseeinsel, wo ein kleiner stinkender Käfer verschwindet. Und der führt dann in diesem Text aus, zu was für Konsequenzen das führt. Vielleicht müsste man diesen Text regelmäßig morgens um 9 in den Schulen verlesen. Der Eisverlust wächst exponentiell. Das ist eine Arbeit, die letztes Jahr erschienen ist. Non-Linear Rise in Greenland Runoff. In Spanien sind die Flüsse selbst salziger als das Meer. Der Klimawandel gefährdet die arktische Infrastruktur. Ist ja auch interessant, auch herrlich. Die Amerikaner saßen ja lange Zeit mit Militärbasen auf Grönland. Ja, dann haben sie also natürlich, sind sie dann da abgezogen irgendwann und haben den Dreck natürlich im ewigen Eis liegen lassen. Ja, dann kommt das alles raus. Ja, so ewig ist das Eis dann eben doch nicht. Also, die Menschheit dreht die Klimauhr zurück. Schon 2030 könnten wir hier ein Klima haben wie vor 3 Millionen Jahren. Und das ist wiederum eine Arbeit, die einem nochmal die ganze Dimension des Wahnsinns erklärt. Wir haben seit 1990 so viel Treibhausgase wie noch nie in die Atmosphäre entlassen. Und wir entlassen ständig mehr davon. Und es könnte sein, dass es gar nicht mehr ausreicht bei dem, was wir tun. Denn wir sind jetzt bei dem Punkt angekommen, wo wir quasi mit unserem Kohlendioxid hier sind. Das ist der Punkt, wo wir momentan liegen. Und wir haben keine Ahnung, ob uns in Europa zum Beispiel nicht ein paar Sommer drohen von der Sorte, wie wir sie letztes Jahr haben. Wissen Sie, mit was diese Konsumgüterindustrie am Montag ihre Konferenz eröffnet hat? Mit Worten von Alexander Gerst an den ungeborenen Enkel. Dann war Felix Finkbeiner noch da, Plan for the Planet. Und ich habe noch gedacht am Anfang, Mensch, hier, aus dem Büro. Dann kam der Beirat. Ja, das ist eben der Unterschied. Wir wissen sehr viel über das, was wir tun müssten. Und gerade dann, wenn wir solche Riesenarbeiten hier vor uns sehen von der National Academy of Science, möchte ich auch mal darauf hinweisen, dass ganz egal, was der große Blonde, dessen Name nicht genannt werden muss, ja, der irre Blonde, Sie wissen schon, wie ich meine, ja, was der da so loslässt. Es gibt nach wie vor in den USA Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die herausragende Arbeit machen und die sich auch nicht erlauben lassen müssen, entweder vom Weißen Haus oder vom Pentagon, diese Daten zu veröffentlichen. Ja. Sie verstehen das sowieso nicht, aber ist egal. Aber es gibt nach wie vor eine ganz wichtige, große Community in den USA, die genau diese Unterstützung braucht von allen Seiten, dass das Rindvieh, dass der Präsident, wollte ich sagen, da nicht so weitermachen. Das ist eine Verneinung von Wirklichkeit, wie sie eigentlich schlimmer nicht stattfinden könnte. Und auch bei uns in Bayern, hier, Bayerisches Landesamt für Umwelt. Ich bin als Klimarat, ich habe das große Freude, mit dem Landesamt zusammenzuarbeiten, auch mit dem Umweltministerium. Da sitzen unglaublich viele hochkompetente ministerielle Beamte und Beamtinnen, die einfach seit vielen Jahren in dem Geschäft tätig sind, die richtig, richtig gut sind und die solche Daten eben locker bereitstellen und auch gerade das Landesamt das immer wieder sagt. Und Sie sehen, wie groß die Erhöhung schon ist. Und in Wirklichkeit ist es sogar noch schlimmer. Wir haben Teile in Deutschland, wo wir jetzt schon jedes Ziel von Paris längst reißen. Also Rheinland-Pfalz zum Beispiel, die sind
Durchschnitt über 1,6 Grad locker weg, und zwar das ganze Jahr über. Und da ist schon die Empfehlung da, wenn Sie jetzt, wenn Sie noch Geld übrig haben, wenn Sie was, suchen Sie Investitionsmöglichkeiten, wollen Sie irgendwo anlegen, Geld anlegen, kaufen Sie Eiswein. Gibt keine. Ja. Also, das ist natürlich doof, weil irgendwann müssen Sie natürlich wegklitschen, aber da haben Sie wenigstens was davon. Ne? Das war die der Investitionstipp des Umweltstaatssekretärs aus Mainz. Ja, war doch schön. Ja. Und ich meine, wir haben diese Dinger gesehen, Blockaden im Luftraum. Woher kommt eigentlich so ein Wetter wie das im Sommer 2018 zustande? Erinnern Sie sich, Schweden? Ja, das Land hat gebrannt. Stellen Sie sich mal für einen winzigen Moment vor. Eine saubere Hochdruckwetterlage über Polen, strammer, trockener Ostwind, Brandenburg trocken, knochentrocken. Und dann stellen Sie sich mal vor, in der Uckermark große Flächenbrände. Keine Feuerwehr. Die Dörfer dort sind fast menschenleer. Ich habe überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, das Personal für technischen Hilfsdienst, Hilfswerk oder für die Feuerwehr bereitzustellen. Und so schnell kommt aus Berlin oder aus Rheinsberg oder aus Potsdam, kommt die Feuerwehr da nicht hin. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben Glück gehabt im letzten Jahr, dass nur zwei relativ überschaubare Brände in der Nähe von Potsdam waren. Die Kollegen dort, die da leben, meine Kollegen sind teilweise in freiwilligen Feuerwehren, die hatten einen Riesenschiss, dass in diesem Sommer Alt-Brandenburg abfackeln. Wenn Sie sich an das Bild, was Alexander Gerst gepostet hat, 28. Juni Mitteleuropa, 28. Juli Mitteleuropa. Da sehen Sie, was passiert ist. Von einem grünen Mitteleuropa in ein braunes, das ist jetzt nicht politisch gemeint, sondern nur, weil es ein Zaunmesser war. Überlegen Sie sich das mal, was das für das Grundwasser in Deutschland bedeutet hat. Mein Schwager ist Bombenmensch. Ja. Und er war in diesem Jahr einige Male am Rhein, zum Noteinsatz, weil dort auf einmal Fassbomben aufgetaucht sind, die hat noch kein Mensch vorher gesehen. Die stammen aus dem Zweiten Weltkrieg, die lagen da drin, das war richtig unerfreuliche Chemie. Und eine Meldung von ihm war, Harald bin 137 Meter in den Fluss gegangen, noch kein Wasser unter den Füßen. Man konnte fast durchlaufen. Und diese Dinge, diese enormen Hitzestaus, diese Staulagen, die haben was damit zu tun, dass eben Großkarl, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, diese Windautobahn-Jetstream sich total verändert haben. Und das erklärt auch sofort, wenn solche Schwingungen auftreten wie da oben, warum wir in Europa durchaus nochmal einen brutalen Winter kriegen können oder aber eben auch einen ultraheißen Sommer, weil die Hoch- und Tiefdruckgebiete sich nicht mehr so schnell voneinander vom Platz bewegen. Und auf einmal stellt sich vor, so ein richtiger nordpolarer Keil hämmert in Richtung Mittelmeer. Das ist natürlich aufgrund des globalen Erwärmung schon immer wärmer geworden. Ich meine, meine Luftfeuchtigkeit, das ist grausig. Und dann saugt sich so ein Tiefdruckgebiet mit allem voll, was es kriegen kann. Schleicht sich über den italienischen Stiefel. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder gegen die Alpen, dann ist Norditalien unter Wasser. Oder es schleicht sich um das alte K&K-Gebiet. Ja? Und kommt dann, kommt dann in Niederbayern an und ersäuft alles, was bei Dranich auf den Bäumen ist. Wobei das unter Umständen auch nicht reicht. Ja. Das ist der Punkt. So hängt der Klimawandel mit unserem lokalen System zusammen und ich hoffe, das läuft hier einigermaßen. Sie sehen um die Uhr laufen, wie also hier in Deutschland von ungewöhnlich trocken, extreme Dürre, schwere Dürre, moderate Dürre, was das in diesem Land, in unserem Land im letzten Jahr angestellt hat. Davon drei oder vier Sommer und das Thema Grundwasser hat sich, Grundwasser ist ein Fremdwort. Und jetzt wird es noch viel schlimmer. Das will ich einfach mal beenden, weil dann kommen wir auch wieder an den Anfangswitz ran. Ja. Wie kann sich ein Planet wehren gegen einen Homo sapiens? Nun, er tut es, indem er sich erwärmt. Vor allen Dingen achten Sie bitte an RCD 8.5 hier unten. Das ist das Business as usual Szenario. Das ist das Szenario, wonach offenbar die Menschheit strebt. Wir machen einfach weiter wie bisher. Ja, wir haben schon früher immer, da weiß ich, was ich habe. Ja. Ja. Persil, ja, diese Geschichte. Ja. Da weiß man, was man hat. Und Sie sehen, was dann passiert. Wenn wir also so weitermachen, und das ist eine wunderbare, wirklich markerschütternde Arbeit in Nature von 2017, und da steht, Number of days per year above deadly threshold. Die Zahl der Tage oberhalb des tödlichen Limits. Tödliches Limit. 42 Grad, dann fangen ihre Eiweißmoleküle an und sagen, adios.
Goodbye, my love. Goodbye. Das war's. Wer hat das gesungen? Wissen Sie es noch? Wer war das? Wunderbar. Dafür würden Sie den Schein kriegen. Sehen Sie, das ist so ein Moment. Ich hab, in vielen Vorlesungen habe ich schon Scheine vergeben. Wer weiß, wie die Oma heißt aus dem Loriot-Sketch mit dem Klavier? Und da gucke ich manchmal in völlig verständnislose Gesichter an. Die wissen überhaupt nicht, wovon die Rede ist. Ein Klavier, ein Klavier. Mutter, wir danken dir. Und? Wie heißt der Oma? Weiter? Bertha ist okay, schon mal nicht schlecht. Halber Schein. Panislowski. Bertha Panislowski aus Massachusetts. Dafür gibt es heute einen Schein, weil so eine Uni soll ja auch allgemein gültig sein. Schön, gut. Also, ja, wissen Sie, das. Erstens, was ich für ein hinterhältiger Mensch bin, ich habe Sie gerade an den Deadly Threshold rangeführt und Ihnen schon dazwischen wieder, weil man wird wahnsinnig ansonsten. Wenn man diesen vielleicht auch beißenden Humor nicht hat, dann beißt einem das Thema weg. Denn wenn Sie sich anschauen, was da passiert, wir werden ganz weite Teile um den Äquator herum tatsächlich verlieren. Das werden keine Lebensräume mehr sein. Hier oben ist gewissermaßen das Beste, was wir erreichen können. Selbst dann werden wir noch ganz erheblich damit zu tun haben. Aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich so, dass wir, wenn diese Daten richtig sind, dann laufen wir auf eine Welt zu, die Sie hier bei der Temperaturprognose von dem Geomar-Institut Motivlativ und Kollegen haben das entwickelt. Sie sehen auf der von Ihnen aus gesehen linken Seite, sehen Sie das Beste, was wir kriegen können. Und die Jahre gehen dahin, sehen Sie, und auf der anderen Seite sehen Sie das, was wir wahrscheinlich kriegen, denn dass die Änderungen sich auf dieser Welt so schnell vollziehen, wie wir es ja eigentlich vollziehen müssten, das scheint fast unmöglich zu sein. Es sei denn, wir machen uns wirklich mal dran in Europa und zeigen es der Welt, wie es funktioniert, weil die anderen dann relativ schnell uns eben auch nachfolgen können. Das ist nämlich ganz wichtig. Irgendjemand muss damit anfangen und muss der Welt zeigen, dass es funktioniert. Das Schlimme ist, dass eben alle diese Szenarien alle konvergieren. Sie haben hier ein anderes Szenario von der NASA, aber das sind die gleichen Daten, die am Ende rauskommen. A comparison between Juni 21, 2014 und dem 21. Juni 2099. Gucken Sie das mal an, was da für Temperaturdifferenzen sind. 48 Grad. Neulich, ich weiß nicht, ob Sie es gehört. In Australien 49 Grad. Im Schatten. Na gut, wird man sagen, muss ja den Schatten geben. Und hier ist eine Arbeit, die ich Ihnen wärmstens ans Herz legen kann, auch gerade für die Situation, nämlich wie schnell muss was laufen. 3 years to safeguard our planet. Und das ist eben eine Arbeit, die George Vancouver und etliche andere gemacht haben, wo es darum geht, wir dürfen nur noch eine bestimmte Menge an Kohlendioxid überhaupt in die Atmosphäre entlassen, ansonsten ist das Thema nicht mehr zu retten. Und hier sieht man natürlich das große Problem, die sogenannte Integralfalle, wie George Vancouver das genannt hat. Nämlich, wenn du willst, dass eine Fläche unter einer Kurve gleich bleibt, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst flach hinten rauslaufen oder kannst steil werden. Aber steil bedeutet bei so einer Zeitkurve natürlich, du fängst spät an und hörst ganz kurz danach wieder auf. Ja? Und das ist genau der Punkt. Je später wir beginnen, diese Transformation durchzuführen, umso katastrophaler wird es werden, umso deutlicher werden die Einschnitte werden, die Amputationen, die wir an unserem Lebensstil erleben müssen, und sie ahnen ja nicht, in was für dramatische Europa wir da hineinlaufen können, wenn wir Pech haben. Schauen Sie sich doch jetzt mal an, was passiert. Verbinden Sie doch mal dieses Thema mit einer gesamtpolitischen Betrachtung des Kontinents. Was sehen wir denn? Wir sehen, wie in Italien rechtsnationalistische Politiker mit schwachsinnigen Äußerungen wahrscheinlich den nächsten Ministerpräsidenten werden. Wir sehen in Spanien möglicherweise den nächsten eine nationalistische Regierung mit stramm rechter Koalition mit den Vox. Wir sehen in Frankreich möglicherweise eine rechtsnationalistische Regierung, weil die Briten aus der EU ausgewandert sind oder rausgeschmissen worden sind, weil sie unbedingt rausgeschmissen werden wollten. Und den ganzen Brassel, der den Handel mit Großbritannien ausmacht, werden die Franzosen vor Ort ertragen müssen. 50 Kilometer lange Staus jeden Tag und so weiter. Wir sehen jetzt selbst in Skandinavien den Hang hin zu nationalistischen Bewegungen. Wir sehen möglicherweise in Deutschland erste Länderregierung, wo die Alternative für Deutschland mitmachen muss, weil sie so viele Stimmen bekommt, dass man gegen sie gar nicht mehr regieren kann. Stellen Sie sich mal vor, wir würden immer mehr Nationalismen in Europa haben und wollen ein Problem lösen, das ausdrücklich nicht nationalistisch ist. Die Atmosphäre über uns.
uns kennt keine Grenzen. Solche Probleme kann man nicht national lösen. Entweder wir schaffen das als Kontinent gemeinsam oder gar nicht. Und offenbar ist das, wenn ich mir das vorstelle, wie diese politische Landschaft sich entwickelt, wie sich auch die etablierten Parteien bei diesem Thema so zurückhalten, weil sie Angst haben davor, dass wenn sie das dem Wähler und der Wählerin zumuten, dass die dann vielleicht anfangen, die entsprechenden anderen zu wählen, dass also das gar nicht mehr thematisiert werden darf, weil diese Parteien dadurch, dass sie da sind, schlicht bestimmen, worüber noch gesprochen werden darf. Mir nicht gerade besser. Das heißt, wir haben diese Fakten, den Faktendruck, wir haben politischen Druck. Und umso wichtiger ist es, und das sind jetzt wirklich dann auch meine letzten Worte, umso wichtiger ist es, sich zusammenzutun. Sich zusammenzutun und jedes erfolgreiche Projekt bei dieser ökologischen Transformation hin zu einer immer weniger Kohlenstoff zu feiern. Sie können nicht die ganze Zeit wurschteln und versuchen, die Welt zu verbessern. Gönnen Sie sich hin und wieder eine Pause, damit Sie für den nächsten Schritt genügend Kraft haben. Lassen Sie auch mal 5 Grad sein, denn niemand von uns hat die Kraft, da ständig die ganze Zeit reinzupowern. Man muss tatsächlich sich zusammentun, das ist das Allerwichtigste. Diese ökologische Bewegung wird davon leben, dass sie auf jeden Fall unter einer Fahne läuft. Und diese Fahne kann nur sein, dass wir eine Energiewende hinkriegen, eine Energietransformation, die es ausdrücklich klar macht, dass wir überhaupt auch noch zu solchen gemeinsamen Projekten fähig sind. Aber vergessen Sie dabei nicht Ihr eigenes Sein, Ihr eigenes Menschsein. Man muss auch wirklich da mal zwischendurch mal was anderes machen. Also wir beide haben das jetzt in den letzten Jahren doch deutlich gemerkt, wie dieses Thema an unserer Seele knabbert, weil es einfach diese Momente gibt, die richtig wehtun, wo man nach Hause geht und fast auf allen 4 nach Hause kriegt. Man denkt, das kann doch alles nicht wahr sein. Versuchen Sie sich so wenig wie möglich diesen Situationen auszusetzen. Machen Sie was zusammen, bleiben Sie dran. Lassen Sie sich nicht von diesem blödsinnigen Wettbewerbsgedanken aus der Ruhe bringen. Ja, zusammen, meine Damen und Herren. Das ist das Glück. Alles Gute.